Corona, mein Tata und sein herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ark Extinction. Hallöchen, Deko. Oh, keine Munition. Bonsuave, Muchachos. Ark geht weiter. Und zwar, ne, für euch kommt ja jeden Tag eine Folge Ark. Allerdings haben wir hart vorproduziert in letzter Zeit. Und nehmen jetzt, glaube ich, zum ersten Mal über die ganze Woche eigentlich auf. Und, ja. Wir sind endlich wieder zurück in Ark. Ich habe mich schon richtig darauf gefreut, wieder zurück zu sein. Aber ja, wir wollten erstmal ja die Folgen so ein bisschen aufholen lassen zu euren Kommentaren. Und Excel haben wir aber noch nicht umbenannt, beziehungsweise noch nicht wieder richtig umbenannt. Ich nenne das mal eben unser guten Excel richtig, ne? 1000 Kommentare und deswegen, Mutschers, es tut mir wirklich leid, aber wir können erst später darauf eingehen. Wir missachten euch nicht oder so, wir hören immer auf euch, aber das Problem ist, wir nehmen einfach Vorproduktion, Mutschers, Vorproduktion. So, wir haben, genau, unser Gigantentor ist neu. Wir haben hier unsere Rexis, die wir paaren können, männlich und weiblich. Wobei der eine ist erst bereit in 2 Stunden, der weibliche. Aber wir haben noch unseren Tech-Rex irgendwo. Oh, ja, der wo ist der denn? Oder? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ah, nee, der ist, glaube ich, noch, der ist in meinem Pokéball hier. Tech-Rex, ich wähle dich! Bäh! Oh, direkt Kacker macht. Und ich guck mir nur seine Hinterseite an direkt. Oh yeah, Muchachos. Ich finde, der Tech-Rex, er sieht super sexy aus. Jetzt gerade richtig bei geiles Teil. Guck dir mal, das ist ein richtiger Transformers. Richtig, kennst du? Ja, war nicht der neueste Transformers mit so Dinosaurier-Viechern? Ja, glaube schon. Wenn man richtig Bumblebee sexy, da Alter. So, also. Und der Kollege ist ja weiblich, Muchachos. Warte mal, mit Level-Up. Oh. Der hat 25 Level-Ups. Aber bereit zur Paarung erst in 17 Stunden. LOL. Hauen die ab und zu auch so vielleicht mal ein Ei raus? Ich habe ihn jetzt komplett auf HP geskillt. Okay. Haben wir noch eine dritte Leine irgendwo? Hatten wir doch, oder nicht? Ach, hier drüben ist noch eine. Frage. Oh, warte mal, ich habe jetzt Snow Oil Gewürge. Mal sehen, wie viel Dünger das bringt. Oi! Alter, das ist gar nicht so wenig. Digga, was passiert hier gerade? Musst du wahrscheinlich erstmal vergleichen mit normaler Kaka und normalem Dünger, oder? Normalen. Ich glaube, das waren jetzt. Irgendwo wird er gerade angegriffen. 50.000 waren das, glaube ich. Heidewitzka, ist ungefähr gleich. Wir können mit dem Eulengewürg, können wir, glaube ich, Gachas tamen, wenn ich das gerade richtig... Ich habe gestern Kommentare noch gelesen. Oh, was? Ich glaube, damit konnte man Gachas tamen. Warte mal, vielleicht sind jetzt beide. 2 T-Rex sind hier. Wo ist der letzte? Ich habe nicht mehr berührt. Ich hole gerade ein bisschen Fertilizer raus, ein bisschen Dünger. Unser anderer Level 60 Rex, der ist eigentlich unwichtig, weil er eh nicht sich paaren kann gerade, aber... Wir stellen ihn mal dazu, dann ist es nicht so einsam. Und der Tech-Stego einsam, ist jetzt auch ne? gezähmt hier. Hier steht er. Genau, das ist der Tech-Stego, den wir am Ende der letzten Folge down gemacht haben und dann gesagt haben, wir lassen ihn liegen. Tame ihn einfach AFK und der war tatsächlich getamed, als er wieder kam. Sexy sehr Ding. Geil. Auch der hat Level-Ups. Ich stelle ihn mal auf... Oh, Digga, der hat 196% Bewegungsgeschwindigkeit. Oh. Finde ich ganz gut. Ich baller dem mal direkt alle 3 Level-Ups auf Bewegungsgeschwindigkeit. Das finde ich beim Stego immer am wichtigsten. Genau, und wir haben natürlich auch die Kommentare gelesen, dass wir bei den Gaspacks auf Sauerstoff gehen sollen. Genau, auch die haben wir erste gelesen. Mal. Da geht nichts unter. Erstmal in der gelesen. Geschichte, dass aber man halt erst auf Sauerstoff geht. Jetzt umsetzbar. Okay, wir gehen nochmal kurz rein. Ich mag die Dunkelheit hier nicht, muss ich sagen. Reichweite ändern auf kurz. Wir haben nichts mehr, wir haben kein Holz mehr, wir haben so gut wie kein Metall mehr. Brüllrevi, stell ich jetzt auf Wandern. Ja, ich gehe gleich mal mit dem Biber los. Aktiviere Wandern. Und bei unserem Tech T-Rex auch. Oh, da gibt's Tech Eier, Muchachos. Tech T-Rex Eier. Da gibt's Tech T-Rex Kibbel. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen aber nur normale, wir brauchen gar kein befruchtetes. Ja, also ist leider vom Level her eh zu low. Wir müssten irgendwie einen 145er aufwärts. Tech T-Rex tame. Dann können wir den benutzen. Oh. Weißt du noch, wo du den Sattel hast von dem Ego? Oh, der wird angegriffen! Was passiert da? Kawaii Bosser! Hat jemand umgebracht. Haben wir einen Was Ego passiert hier mit der Eule? Haben wir den gelootet? Gute Frage. Weiß ich gar nicht. Oh. Ich habe hier noch den Giganotto. Ich schau mal eben, wie krass diese Heilung hier? Ist. Seid ihr irgendwie... Nicht mehr ganz frisch. Excel auch. Was macht Excel da? Deko, der Gigantus hat 17.000. Ich mache jetzt mal meine Heal-Attacke. Alter! Ich, Diggi.
Und was hast du gemacht? Warte, ich geh nochmal näher dran. So. Der muss sich eineisen hier. Boop. Jetzt ist LOL. Er eingeeist. LOL! Und passiert was? Also ich heile 17. mich. 17.000 und jetzt. Hallo! 13.000, okay, 1.000 ist glaube ich mehr geworden. Aber hier, Deko, geh mal auf die Eule drauf und drück mal C. Auf die Eule und C drücken. Alter! Digga, das ist ja richtig geil. Richtig cool, oder? Dann kann man ja richtig nice Dinos finden, Alter. Ja, richtig Granate. Alter, das ist schon nice. Alter, aber die Eule? Mach jetzt mal rechtsklick, ganz lange, damit ich sehen kann, wie krass die Gesundheit hier... Wow! Ich bin eingeeist. Ja, das ist mir auch passiert. Okay. Aber es wird auf jeden Fall besser. Boah, das ist ja richtig geil bei PvP auch. Wenn du einfach so Menschen einfrieren kannst. PvP haben wir ja eh nicht. Nee, aber wenn, die ist sogar Level 159. Da haben wir eine ganz schön High-Level-Eule getamed, wa? Ja, die war echt nice. Okay, such jetzt nochmal kurz den Stegos. Brauchen wir noch eine Eule, dann können wir die züchten. Level mal 6 Level in HP. Also 2600 HP, ist glaube ich gar nicht so schlecht. Ego. Wie sieht das hier mit unseren T-Rexes aus? Lol, der Tech-T-Rex ist auch erst bereit zur Paarung. 17 Stunden, warum? Alter, was? Und warum steht der Stego hier so mittendrin? Du bist doch überhaupt nicht hier angemeldet. Okay, ich muss einen neuen craften, ich finde den nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den gelootet haben, den Tech-Stego, den Stego-Sattel. Okay. Ich glaube, den muss ich sogar in der Hand craften. Hallo? Stego! Hallo? Holz, Leder, Faser. Digga, er kommt doch nicht raus, weil... Oh. Ist das dein Ernte? Mal kurz los. Mit den Biber, die haben ja überhaupt gar keine Ressourcen mehr. Kann man nicht irgendwie auf alle Stopp pfeifen oder so? Ja, alle Stopp. Digga, doch einfach, oder? Ich glaube, sind sie jetzt Stopp? Ich hoffe, wir sind Stopp. So, die bewegen sich immer noch! Drück U! So, die followen nicht? Nee, aber die bewegen sich. Warum? Warte mal. Ist der Verhalten... Kann man deaktivieren. Please! Ich habe alle Stopp-Pfiffen, alle Stopp-Gepfiffen. Und trotzdem... Ich mach Gamma mal kurz auf 4. Immer noch viel zu dunkel. So. Jetzt kann ich eiskalt den Stiege aus der Leine nicht rausziehen, weil eine Leine gedingst ist. Alter. Also, fest ist. Hey, jetzt was? Hier. Knapp 900 Holz an einem Baum bekommen. Bäm! Digga. Digga, alle Geysire gehen los. So, hier. Und ich würde sagen, den Supply Drop machen wir erst mit dem Giganotto, wenn wir auch einen Sattel haben. Das ist mir sonst viel zu gefährlich. Und er hat auch, glaube ich, noch viel zu wenig Leben. Er hat gerade mal 17.000. Das für ein Giganotto aber nicht. Also, der kriegt auch nicht mehr großartig mehr. Ja, das finde ich echt schade. Also, weiß nicht, ob das jetzt bei dem Giga so ist, weil der schlecht ist, oder ob das einfach bei allen Gigas so ist. Auf jeden Fall. Er macht auch nicht wirklich. Gibt ja nur richtig wenig Werte dazu. Wenn man irgendwie einen Punkt in HP steckt, dann hat der irgendwie 40 HP dazu bekommen oder so. Ja, ist echt also schade. Also den auf was anderes als 17.000 zu kriegen, wird schwierig. Okay, er aber er ist ja schon Level 100, also ist ja jetzt nicht. Ja, er macht auch nicht mehr wirklich viel Angriff. Das war Lowy gewesen. Ja, er macht so viel wie der T-Rex ungefähr, ne? Hallo? Da haben wir den Biber, okay. So ein paar Ressourcen wieder hier aufgefüllt. Will auch ein Agentar bist. Bro! Ich muss erstmal gucken, ich glaube meine Rüstung ist nicht meine Rüstung komplett im Arsch von Giganotus Tame Schüssel. Ja, aber ich glaube bei mir ist auch komplett alles im Arsch. Aber wir haben gerade so wenig Ressourcen. Oh. So, Nummer 3. Ich brauche Holz und Fasern. Habe ich gerade gesammelt. Fasern. Holz. Und ich brauche eher 200 Holz. Meine tolle Armbrust wieder reparieren. So. So. Ding ist wieder voll. Jetzt könnte ich auch den Stego-Sattel craften. No. Und dann brauchen wir wieder ein bisschen Narkotik. Holz. Fasern. Scheiße, Alter. Ich brauche organisches Polymer, um meinen Helm zu reparieren.
Oh, das wird schwierig. Gab nicht die Mantis organisches Polymer? Ja. Ich glaube, dann gehe ich nochmal eben in die Höhle rein. Mit... Haben wir irgendwas, was da gut alleine rein kann? Ja, was geht denn hier ab? Da kam eine, so eine Motte. Arme Motte nur. So, was? Ich denke, ich kann einen von den Alos mitnehmen. Die machen aber nicht viel Damage bei den Steingolems, ne? Ja. Gibt es überhaupt irgendjemanden, der viel Damage bei den Steingolems macht? Ich glaube, der Giganotor. Das Ei ist zu kalt. Oh! Dann hauen wir bitte den Ofen dort an. Der Biber wurde vor der Tür stehen gelassen. Digga, wenigstens mach ich was! Du complain hier. Düb, 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 düb. So, an. Und. Ich sammle jetzt ganz viele Darko-Bären. Wir haben so viel vergammeltes Fleisch, damit ich das mal ein bisschen reduziere. Aber mit dem Giganto kann ich ja nicht reiten, deswegen bringt mir der Giganto auch nichts. Ja. Ich brauch irgendwie. Musst du dann den followen? Oh, okay. Oder du nimmst einfach dein Velo. Aber ich weiß auch nicht, ob der Damage auf die Steingolems macht. Doch, der macht Damage. Velos haben wir doch schon getestet. Dann nehmen wir mein Velo. Wo ist er? Guter Boy! Guter Boy, wo bist du? Hierher, guter Boy! Hallo? Guter Boy? Guter Boy? Da ist er. Da ist er, guter Boy. Kommen Sie her. So. Oh, jetzt können wir endlich wieder ordentlich Bären farmen. Finally! Noch mehr! Viel mehr! Hallo? Ich wollte immer so kleine Steine, wenn man nicht rübergehen kann mit den Velos. Please! So. Okay. Umuchachos, haut es mal in die Kommentare, was wir als nächstes großes Ziel machen sollen. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade ein nächstes Ziel haben, außer sobald wir Kibbel haben, so einen Drachen zu tamen. Ja, das wird aber auch nochmal irgendwas. Digga, hab ich eine Festbacke! Allgemein ins Winterbiom? Ich habe auch gehört, im Winterbiom soll es Agatavis geben. Ja, haben wir auch schon gesehen. Digga, wie ich hier festmache, ich kann nichts machen! Und wir brauchen natürlich noch endlich einen zweiten Giganotum. So, ein Thorny Dragon ist schon mal meinem Velo zum Opfer gefallen. Und jetzt bin ich gespannt, wie gut ich hier alleine in der Höhle klarkomme. Ich muss ja, mich auf jeden das Fall echt haarig. Hier langsam ein bisschen vorsichtig nähern. Da kommen schon die ersten Viecher. Oh, kannst du wohl das nicht? Schade. Okay, Axel! Dann wollen wir mal atmen. Okay. Atmen. Noch leben wir. Da ist die erste Mantis. Mantis down. Da ist der Steingolem. Er hat seinen ersten Stein daneben geschmissen. Das gefiel mir. Und das ist er tot. Okay. Okay, Muchachos. Ich würde sagen, mit Velo ist gut. Da kommt mir eine Titanburg gefährlich nahe. Aber wieso ist hier gerade so wenig? Sonst war da immer alles extrem voll. Lol. Mein Velo den gerade abgebaut? Yo, okay. Drei Level habe ich noch, die packe ich mal alle drei in HP. Will ich hier schön wieder Level aufbekommen. Bitte? Ich sammle jetzt erstmal Metall. Wir brauchen ja für unser nächstes Event 2500 waren das, glaube ich. Ja. Und was wir natürlich auch brauchen, ist richtig viel Narkotik und so, ne? Ja. Das crafte ich ja auch schon gerade. Oh, ich bin schon echt gespannt. Ich will wieder dahin zu den Giganotos und gucken, ob vielleicht auch für unseren, den wir getamed haben, ein neuer dazugekommen ist. Hm. Vielleicht findest du auch wieder deinen 200er Argentavis oder was das war. Hey, wieder. Metall! Metall! Ich will den Spucktypen wegkriegen! Ah! Verpisst euch! Alter, ich werd grad wieder richtig wickelig zu viel hier. Klassiker. Digga, diese scheiß fliegenden Gargoyles, dann noch die Spuckkacke und alles kommt nah dran und man kann nicht mehr schießen. Sterbt ihr Chogos, ey. Hast du vorher deine Rüstung repariert? Ja. Okay, das war vielleicht nicht ganz so schlau. Klassiker. Muss ich hier im Nahkampf die ganzen Scheiß. Lol. Ich hab nicht einmal. Hallo?
Hallo? Ja. Töte endlich! Ihr habt nicht mal Ausdauer für einen scheiß normalen Auto-Take, Alter. Was? Nicht, dass du da gleich verreckst? Hallo? Nee, ich hab noch über halbe HP. Aber trotzdem ist das echt nervig, wenn man nicht mal mehr Ausdauer für einen scheiß Auto-Take hat. Hallo? Digga, wie halten wir diese scheiß 1000-Füßler aus, Mann? Oh, wieder so ein High-Level-Viech, ey. Level 140. Toll, jetzt ist mein Velo fast down. Ah. Mein Velo ist fast down und ich habe komplett gar kein Polymer hier bekommen, weil das nur Schlangen und scheiß Spuckviecher und so ein Kack war. Shit, Alter. Okay, wir wagen uns wieder weiter rein. Ich brauche mehr Mantis. Bitte, ich glaube, du kriegst auch von einem bestimmt so 25. Das ist ja auch schon mal was. Ja, 28 bekommen. Oh! Digga! Jetzt. Oh, abhauen! Okay, ich muss. Ja! Ich bin gerade richtig gefickt wieder. Ich greife eine Mantis an, genau unter mir kommt ein Steingolem hoch. Oh, shit. Und dann kannst du natürlich wieder nicht angreifen, dann kommen noch scheiß Gargoyle, Fledermaus, Mistviecher und. So, ich fliege jetzt wieder nach Hause. Ich habe ein bisschen gesammelt. Leider nicht ganz so viel. Oh. Eieieiei, Muchachos, das ist echt gar nicht so easy hier an scheiß Polymer zu kommen, ey. Wie viel brauchst du denn? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall einiges. Du musst keine Schnecken töten. So, dass das Lufteinsaugen auch Ausdauer frisst, das habe ich jetzt erst kennengelernt. Oh, das wusste ich auch nicht. Ich konnte die ganze Zeit nämlich keine Luft einsaugen, das ist Verkehr mit ihm. Oh, absteigen. Bist du jetzt mit Excel oder mit Tanzverbot unterwegs? Ich bin mit Excel unterwegs. Oh, fuck. Gut. Das hat ein bisschen wehgetan. Mit Excel auch mal Auslauf. Und hoch hier. Und es steht wirklich 165... Sauerstoff haben wir jetzt, also Gas in ihm drin. Ich glaube, das passt auch. Warte mal. Ja, und man kann natürlich auch, wenn man den Gasausstoß kurz vorm Runtermachen macht, den Falldamage abbremsen, ne? Ja, aber das kann ich irgendwie nicht. Sobald ich in der Luft bin, kommt Gas raus. Egal, was ich mache. Ja, auch wenn du nicht mehr der Taste gedrückt hältst. Ja. Also bei mir funktioniert das leider nicht. Ich habe das Kommentar auch gesehen. Wundert mich das ein bisschen, aber vielleicht mache ich ja irgendwas falsch. So, ordentlich Metall. Er glänzt. So, hier kommt noch was rein. Die Hälfte. Stirb! Hier ist ordentlich was drin. Ah, hier kann noch was rein. Oh, ich habe eine 140 so. Mantis hier, Alter. Digga, 140 Mantis würde ich so gerne tamen. Oh. Digga, 45 ja. Polymer von der bekommen. So. Das sieht sexy aus. Ordentlich am Farmen. Narkosemittel ist wieder durchgebrettert. 162 haben wir hier. Hier haben wir 40. Das heißt, wir haben wieder 200 Narkotik. Das ist super geil. Aber es wird nicht reichen, um, glaube ich, noch einen Giganto zu zähmen. Nee, für Giganto brauchen wir noch mehr. Wir brauchen ja auch für ein Giganto ungefähr 200 Pfeile. Alter, richtig viele Pfeile, ja. Und das sogar mit deiner Armbrust. Ja, es hat jemand in die Kommentare geschrieben, mit meiner Armbrust hat man für den Giganto 150 Treffer gebraucht. Alter! Und da musst du natürlich noch rechnen, dass einige Dinger dann nicht treffen und dann auch daneben schießt und so. Also 200 braucht man Minimum bestimmt. Das ist so abnormal. Das ist schon krass, wenn man sich das mal so überlegt. Und wenn ich dann auch überlege, dass er eigentlich jetzt von den Werten her zumindest erstmal nicht sonderlich viel krasser ist als unser Revi-T-Rex. Ja! Deswegen, ich finde das passt nicht zusammen. Aber vielleicht haben sie von der Balance her den Giganto einfach runtergeschraubt, weil er sonst zu krass war oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber ich finde es auch ein bisschen schwänz, dass er nur so 220 Damage macht, also so viel wie der Revi auch. Vielleicht hat er einfach mit dem Level richtig, absolut nichts dazu bekommen. Einen richtig krassen Flächenschaden, weil sein Maul einfach so groß ist. Dass wenn die ganzen Corrupted Dinos da rumschlingeln, kann er die. Ja, alle Dinos einmal mit einem Bissen 6 Kills oder so. Mhm, das wird richtig. Das ist natürlich möglich, ne? Oh, da freue ich mich auch drauf. Da gehen wir schön mit dem. Oh, Giganto, mit der ganzen T-Rex-Familie. Oh, ja. Und den ganzen Allos. Ey, ganz ehrlich, da müssen wir es aber schaffen, oder?
Also, ich glaube auch. Also mittlerweile, ich weiß noch nicht, wir haben ja auch die Abstufung reingeschrieben bekommen. Ja. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube so, die ersten zwei Stufen von Drops sollten wir auf jeden Fall schaffen mit dem Giganotto. Oh, müssen wir eigentlich das sollte versuchen. Möglich sein. Aber wie gesagt, Level 90 und ich bin gerade mal 87. Okay, war das sogar nicht sogar 95? Das war sogar 96. Oh, das ist scheiße. Alter. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal XP-Boost anmachen. XP-Gewinn hochschrauben. Ja. Sonst das dauert war nur das zu lange, dann sind wir noch 7 ja. oder 8 Folgen. Oder müssen uns irgendwie... Mehr, viel mehr. Alpha-Kanus oder Alpha-T-Rex oder sowas spawnen. Achso. Kannst du nicht, du bist ja... Hast du nicht so Admin-Befehle, mit denen du auch spawnen kannst? Ja, dürfte ich haben. Aber habe ich... Also ich habe mich bisher noch nie als Admin hier eingeloggt. Wurde bisher noch nie gescheatet. Oh nein, ich habe Level 130 Velo umgebracht. Ah, wir haben erstmal genug Velos. Stimmt, wie geht's aber 130 eigentlich unserer... ist schon, also 130 ist ja schon Max Ende ziemlich. Ja, schon ziemlich geil. Wir haben ja noch die ganzen Velos da hinten. Wir müssen mal schauen, ob die überhaupt genug Nahrung haben. So, Level 3 Level. 20 Velo. Boah, Velonasaurus, weiblich 246, bist du bereit? Ist zum Paaren bereit. Können wir ja mal hier reinhauen. Boah, ich glaube, da kommt guck auch ein geiles Kind auch bereit. Raus. Ich weiß zwar nicht, ob ich Veni gerade eigentlich belohnen will, dafür, dass er unsere unser Gasback-Baby umgebracht hat, aber der Nachwuchs, er muss rollen. Vor allem, weil wir auch, glaube ich, bis jetzt nur einen perfekten Velo haben. Der einzige Velo, der dreimal geprägt wurde, ist deiner. Mein Kawaii Bosser? Genau. Oh, der ist echt... Oh, warte, deswegen kann er auch von den Werten her besser sein als meiner, weil meiner nur zweimal geprägt wurde. Dann mache ich jetzt Inzest, ohne Scheiß. Wir haben doch, warte mal, der ist so... Go for it. Der hat doch ich sehe schon wieder Werte, die ersten oder? Kommentare in der Section Jugendamt alarmiert. Ohne Scheiß, Kawaii Bossa ist viel stärker als Veni. So, Velonasaurus, jetzt kommt ein wahrer Stecher zu Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß. So. Einmal ausmachen. Aktivieren. Und aktivieren. Und Tanzverbot rennt einfach raus, oder was? Ernteeinstellung. Bitte. Bleiben Sie hier. Leder! Geht das nicht? Nein! Leder! Verfickte Scheiße, wie ist Leder hier? Ja, was ist denn hier los? Da ist es doch. So. Ihr seid beide hier ich fertig. Aktiviere Wandern. Und Kawaii Bossa. Viel Spaß. Kann das... Warte mal. Ich glaube... Kann das sein, dass es seine Mutter ist? Jetzt wird's richtig krank hier. Jetzt wird's richtig krank. Ich will nicht in den Stammbaum Alter. Reingucken. Wir lassen das erstmal so. Wir wollen das gar nicht weiter wir verfolgen. Wir wollen gar nicht gucken, ob wir da gerade irgendwas Schlechtes machen. Zwei Level? Das wollen wir gar nicht wissen. Ihr meintet, wir sollen noch ein bisschen in den Nahkampfschaden reingehen. Machen wir. Gut. Achso. Bei dir oder was? Hallo. Nee, bei dem Dilo. Shit. Dilo? Wir haben keine Dilos. Dilofo? Heißt der nicht so? Das ist auf jeden Fall Sky-Guy, meine ich. Doedicus, genau, den meine ich. Steine! Zack. Noch mehr Steine! Jetzt habe ich endlich mal wieder volle Ausrüstung hier. Sand kommt weg, brauchen wir nicht. Was wir aber natürlich wieder nur wenig haben, ist... Beziehungsweise wieder immer noch Zement, glaube ich, ne? Ja, nee. Eigentlich habe ich, glaube ich, 600 mitgebracht. Nein! Oh, bin im Wasserfall runtergefallen. Oh. In der Höhle oder was? Nein, hier bei uns im Haus. Bin bitte runtergelaufen und dann über das Geländer das geflogen. Gar nicht mitbekommen, dass du wieder da bist hier. Kleiner Voyeur hier. Hab jetzt auch meine Rüstung wieder komplett repariert. Samt krassem Ghillie-Helm. Okay, wollen wir mal in die nächste Etage hier draufhauen? Gerne, aber dafür brauchen wir halt, wie gesagt, ordentlich Zement. Ja, haben wir. Immer noch. Sollte okay, da ganz unten sein. Ja, Zement ist drin. Oh, hier ist auch ordentlich Zement. Ja, das meine ich, ja. Dann brauche ich jetzt... Oh, okay, liebe warte mal. Lass wie viel Glasschissel brauchen wir? Einiges.
Sehr, sehr viel. Hier fehlt eine Tür, dafür ein Fenster. Das sind, glaube ich, noch vier. Eins, Kacker zwei, macht. Drei, vier. Dann sehr brauchen viele wir Kacker für macht. Den Streifen hier wieder was. Das sind immer zwei mal drei sind sechs, sind zehn. Und dann muss ich überlegen, wo die nächste Leiter, bzw. Treppe nach oben hinkommt. Hier vielleicht. Wolltest du auf die rechte Seite noch einen Balkon hinbauen, ne? In der nächsten Etage. Also von dir aus jetzt links, wenn du mich anguckst. Ja, ja, genau. Ja, ja da. Genau. Genau, genau. Deswegen brauche ich ja jetzt auch... Also erstmal brauche ich jetzt 10... Was kosten die eigentlich? Was brauche ich? Klar, Zement, Kristall. Ah, Kristall haben wir auch einigermaßen. Strukturen, Gewächshaus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lecker. Und eine Tür. Okay, Baumeister Deko macht sich wieder ans Werk. Haben wir jetzt wieder ordentlich. Ich füll irgendwas nach, sobald du das brauchst. Und in der Zeit hole ich nochmal ein paar mehr Narkobeeren. Ach, warte mal. Unser Beet soll doch auch langsam produktiv Ach, im sein, oder? Kühlschrank kann man die Kryokapseln länger lagern, ne? Hm, genau. Dann packe ich die auch noch rein. Meine schon drin? Ja. Okay, sehr schön. Die hatten ja echt doppelt so lange da drin. Sexy Technik, Alter. Sexy Technik. Auch da, danke für euren Wissen, Muchachos. Hm? Nein. Tür. Ah, Fieken. Fieken. Jetzt so, habe ich... Wieder? Oh, Fieken. Haben sie falsch gemacht. Jetzt habe ich... Ah. Oh, ich habe noch 6 Gewächshauswände gebaut. Obwohl die 6, die ich jetzt noch habe, eigentlich Dach hätten sein müssen. Okay, aber wir haben ja genug Zement. Sie. Und haben wir ich kümmere mich jetzt erstmal darum, wo ich die nächste Treppe hinmache, um nach oben zu kommen. Mache ich die hier dran vielleicht? Ja. Warte mal, ich muss erstmal eine craften und dann mal gucken, wie das aussieht. Brauche ich wahrscheinlich Stein für. Unser Steinschrank ist da scheiße. Ist das scheiße. Gefällt dir ja, der nicht? Ist halt relativ weit weg und Stein ist halt gerade so schwer, dass man wirklich nur 100 auf einmal tragen kann. Man muss also die ganze Zeit immer mit 100 hin und her laufen. 93 Ink und hier auch nochmal 24. Passt. Boah, wir werden so viel haben. Richtig geil. Stroh und Holz. So, Velona, Ei dürfte jetzt auch hier liegen. Da liegt es auch schon. Hola! Und das wird jetzt wirklich Captain Mufasa, Kawaii Bosse, alles zusammen. Alter, der, also der neueste Velo wird dann auf jeden Fall echt krass. Da müssen wir nur zusehen, dass wir den wirklich Warte mal. Zuverlässig prägen können. Mhm. Das heißt, wir brauchen am besten auch schon irgendwie Kibbel vorbereiten, irgendein Dreckskibbel, falls er das haben möchte. Dazu brauchen wir... Oh! Genau, wie schaut's eigentlich da oben aus? Haben wir dieses geräucherte Primate? Heißt das so? Schauen wir mal. Hi, Deko. Marvin, ich mache jetzt mal was. Ene, wie geht das? Ich guck jetzt, wie das geht, Alter. Ich hab keine Ahnung. Es hat noch irgendwer geschrieben. Ach, das muss gebratenes Fleisch sein. Ah. Hat jemand geschrieben. Okay, super. Thank you for the information. Marvin, how do you like? How do you like? Da, da, ja, finde ich cool. Wenn ich jetzt ab hier wieder in den Balkon mache... Kannst du ab hier eigentlich auch Glasboden machen? Komplett Glasboden jetzt, oder was? Ja. Oder ist das zu... Ja, Digga, ich häng mich schon wieder fest. Also, wenn dir das gefällt. Ah! Ich kann schon wieder nichts machen. Digga! Hallo! Gefährlich! Es gibt hier keine... Wir haben polnische Bauvorschriften. Du musst auch nicht so dämlich sein, in der Ecke zu springen, Alter. Oh, es tut dich nicht! Ich glaube, du musst ihn nochmal abreißen. Nein! Ja, ich kann nichts machen! Oder hol mal einen Flugdino. Hol mal Argentavis oder so. Kann man mit der Eule eigentlich auch tragen? Wo ist die Eule? Mal testen. Der Argentavis hat noch keinen Sattel. Argentavis Sattel ist aber im Regal. Hallo! Oh ne, fürchte kann ich nicht. Hier gibt's ja keinen Rechtsklick. Oh. Ich hab dich jetzt geheilt. Dankeschön. Wo ist der Argentavis Sattel? Unten. Schrank. Direkt neben der Werkbank. Ganz recht sollte der sein. Ein Ei, das noch 9 Minuten ausbrütet. Ah! Allosaurus.
Ich kann mir. Und ein Ei, das noch 25 Minuten ausfüllt. Also. Aber das ist wieder hier arg. Hier drin, ne? Soll ein Argentavis Sattel sein? Nein, im Schrank. Psst. In welchem Schrank? Ah. Nee. Nee, und nee. Wo denn? Welcher Schrank? Weiß ich nicht. Also, ich dachte, ich hätte einen gesehen. Also, wir haben mal einen Schrank, in dem drei Sättel sind, aber die sind alle nicht für ein Argentavis. Ey, ganz ehrlich. Ich reiß jetzt irgendwas ab. Nein! Ja, Digga, dann mach irgendwas! Ja, dann ja, reiß ab. Reiß halt ab. Ist ja egal. Meine Lee, wo soll ich den Scheiß hinlegen? Brauchst du die jetzt auch neu? Natürlich nicht. Und hier habe ich einen Argentavis-Sattel, wie ich gesagt habe, ganz rechts im Schrank, ey. Was ist denn los mit dir? Was? Oh. Hier, du hast so Augen wie so ein Frosch. Ja, ich habe nur die drei Sattel in den ersten beiden Reihen gesehen. Die waren nicht für Argentavis. Das ist so ein evolutionstechnisches Ding. Männer sind nicht gemacht, um Sachen in Schränken zu suchen. Das ist erwiesen. Hä, und der Argentavis hat auch einen Sattel! Was ist denn los mit dir? Ey, unglaublich. Ja, ich hab gar nicht nachgeguckt, ich bin nur dran vorbeigelaufen und nicht gesehen, dass... Egal. Ist egal. Oh. Digga, hast du meine Treppe abgerissen. Hab lieber Schuldgefühle und mau mich nicht an. Alter, du musst jetzt erstmal drei Nackenklatscher selber geben. Aber sowas von. Abgelehnt. So, ach so, ich brauche Primeat. Ist noch irgendwo Primeat? Höchstwahrscheinlich nein. Doch, im Velo könnte noch Primeat, in meinem guter Boy. Oh, guter Boy, der ist er. Hast du den echt guter Boy genannt? Wow. Nein, ist leider Nick. Leider Nick. Aber so, Muchachos. Hier seht ihr jetzt, wo ich nächste Folge dann anfangen werde, weiterzubauen. Mabossa pimmelt gerade nochmal los. Ich weiß gar nicht, was er machen will. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Schreibt uns weiter eure Tipps in die Kommentare. Wir lesen da echt viel raus und benutzen es auch wenn man es nicht immer direkt sieht, weil es ein paar Folgen erstmal braucht, bis wir das dann übernehmen können. Wie gesagt, einen Daumen nach oben, Kommentare schreiben und dann würde ich sagen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Bye, Muchachos.